Hallöchen Leute und herzlich willkommen bei The Car Crash Review. Wir haben ihn heute für euch mit dabei in zweiter Generation, den Toyota CHR. Und falls ihr heute alles zu dem wissen wollt, ja, dann bleibt jetzt gerne dran und abonniert hier auch den Kanal The Car Crash Review. Hier gibt es nämlich jeden Tag um 17 Uhr ein Video von Jan oder auch von mir und ihr seid ihr bestens informiert. Was werden wir heute gemeinsam machen? Wir werden über die Optik der zweiten Generation sprechen, aber auch über den Innenraum. Wir werden darüber sprechen, ob er mir gefällt oder auch nicht und vor allem werde ich euch alles zu den Motoren erzählen. Habt ihr Lust drauf? Sehr gut, ich auch. Dann würde ich sagen, los geht's! Hier vorne angekommen, erstmal zu unserem Kooperationspartner, und zwar ist es GoLeasy. Was machen die? Die machen euch das Leben einfacher, denn die vergleichen unter sehr vielen Leasing-Anbietern und da findet ihr garantiert euren besten GoLeasy-Preis. Jetzt beginnen wir aber erstmal mit der Historie vom CHR und ich finde es relativ schwierig, mir den Namen zu merken, aber interessant ist, dass der für Coupé High Rider steht. Wenn das mal nicht eine Ansage ist, den gibt es seit 2016, 2020 kam dann das Facelift der ersten Generation auf den Markt und hier steht eben die zweite Generation und ich finde den ultra hot, vor allem hier in dieser Zweifarblackierung, die neu ist. Sieht so ein bisschen aus wie eine Wespe, hat auch was Insektenartiges und vor allem hat er in der Front eben das Gesicht bekommen vom neuen Prius oder eben vom BZ4X, der genauso einen schweren Namen hat. Der steht auf der TNGA-Plattform und wird komplett in Europa gebaut, unter anderem eben in der Türkei. Da kommt auch die Batterie vom Plug-in-Hybriden her, also ein europäisches Produkt, was eben auch nur noch in Europa verkauft werden soll und nicht mehr weltweit. Wettbewerbsumfeld, Kompakt-SUV, Coupé, das ist unter anderem ein Honda HR-V. Jetzt habe ich es, also es ist wirklich relativ kompliziert, sich diesen Namen zu merken, aber eben auch ein Kia Niro beziehungsweise eben ein Hyundai Kona, ein ID.3 hat Jan auch aufgeschrieben, das wäre das elektrische Pendant, den hier gibt es aber nur als Vollhybrid oder eben als Plug-in-Hybrid. Hier steht jetzt die Plug-in-Hybrid-Variante, 66 Kilometer elektrische Reichweite, 13,6 Kilowattstunden fassender Akku. Ich zeige euch später, wo man den laden kann, jetzt sprechen wir erstmal über die Optik. Und was mir zuerst aufgefallen ist, dass er eine relativ spitze Front hat und jetzt auch das Familiengesicht eben bekommen hat von den neuen Toyota-Modellen. BZ4X haben wir euch ja bereits vorgestellt. Optisch fand ich den wirklich sehr schick. Den neuen Prius werden wir euch auch vorstellen. Ich weiß gerade nicht, welches Embargo zuerst kommt, aber wir dürfen den auf jeden Fall bald bzw. heute Abend fahren. Und hier haben wir eben einen relativ großen Kühlergrill mit so einem Wabenmuster. Das ist hier übrigens eine der beiden First Edition. Die GR-Variante wird euch Jan wahrscheinlich zeigen, die ist auch sehr schick. Das hier ist jetzt eher so ein bisschen was Klassischeres. Prime heißt sie, glaube ich, ne? Prime Edition. Und hier vorne haben wir dann noch schön aufgesetzt das Toyota-Logo. Und von unten finde ich ziemlich krass, also jetzt ohne Witz, dass diese Lippe hier unten so ein bisschen Lambo Urus-mäßig aussieht, oder? Ja. Also das finde ich schon richtig schick, wie das alles geformt ist. Ist hier jetzt auch teilweise eben lackiert. Und hier haben wir dann auch nochmal so ein kleines Wabenmuster, was mich jetzt hier wieder zu diesem Wespendesign zurückbringt. Und natürlich sehr auffällig, die Leuchte geht jetzt hier einmal um die Kurve, hat eine sehr schöne Signatur und serienmäßig bekommt ihr da ein Voll-LED-Licht, optional ein Matrix-LED-Licht. Was kann Matrix-LED-Licht? Das kann den Gegenverkehr abblenden, aber auch Schilder anblenden und damit fahrt ihr eben permanent mit Fernlicht. Ist super praktisch, kostet aber eben auch ein bisschen Aufpreis. Jetzt gehen wir an die Seite und schauen uns mal die Ausmaße an. Und das ist ein Kompakt-SUV, Coupé, Crossover, relativ schwierig zu betiteln. Insgesamt 4,36 Meter lang, 1,83 Meter breit und 1,57 Meter hoch und hat einen Radstand von 2,63 Meter. Den gibt es entweder als Frontantrieb, der Plug-in-Hybrid ist auch immer ein Frontantriebler, oder bei den Hybriden gibt es auch die Option, dass man noch eine Allrad-Variante wählt. Dann ist eben hinten am Heck nochmal ein Elektromotor mit dabei. Auf der Seite 43 Liter Tank, auf der anderen Seite können wir den laden, schauen wir uns gleich an. Und jetzt weiß ich nur, dass es bis 20 Zoll Felgen gibt. Hier haben wir jetzt eine 19 Zoll Felge mit dabei. Schönes Design, hier auch teilweise sehr grob geöffnet.
Bicolor und in der Mitte dann auch nochmal schön das Toyota-Logo. Plastikbeplankung gibt dem SUV natürlich auch nochmal diesen offroadigen Charakter. Bodenfreiheit sieht auch ganz gut aus und vor allem finde ich schön, dass hier super viel passiert. Schaut euch mal diese Designlinien an. Wir haben hier einmal eben so eine Ecke, die reingeht, dann wirklich eine sehr lange Gerade und vor allem ein schwarz lackiertes Dach, schwarze Spiegelkappen und damit schwebt das Ganze so ein bisschen, optisch zumindest. Hier auch nochmal so eine schöne Kante drin, Blinker integriert und vor allem erstmalig bei Toyota eingelassene Türgriffe. Und jetzt guck mal, wenn ich hier draufklicke, piepst der und so geht er dann eben auf. Ich bin nicht der größte Fan davon, einfach weil man hier ja, sich die Nägel relativ schnell kaputt machen kann. Ist vielleicht jetzt so ein Mädelsding. Es sieht schön aus, wenn die Türgriffe eingelassen sind, aber ja, ich mag einfach Bügeltürgriffe. Aber das ist vielleicht wirklich eine Geschmackssache. Sonst seht ihr von der Seite, das ist natürlich ein Design, was polarisiert, ne? Wir haben jetzt hier erstmal so ein Heck, was mit zwei großen Spoilern nach hinten geht, auch wirklich sehr extrem schräg ist. Hier haben wir dann eine sehr große schwarze Fläche und vor allem jetzt hier eine fast durchgehende Leuchte. In der Mitte steht dann auch nochmal Toyota CHR drunter unter dem Glas. Das schauen wir uns gleich an. Aber wir sprechen erst über das Laden. Funktioniert hier. Ich weiß noch nichts zu den Ladezeiten, aber 13,6 Kilowattstunden ist der Akku groß. Man sieht jetzt auch, DC-Laden ist nicht möglich, also es ist wirklich nur ein AC-Laden und man kommt mit dem dann ungefähr 66 Kilometer weit. Geht nicht elektrisch zu, muss es aber nicht unbedingt und jetzt vielleicht nochmal zur Leuchte. Die geht extrem raus, ist auch interessant, weil sie ist jetzt hier integriert nochmal in so einen kleinen Spoiler und ich weiß nicht, ob ihr dieses Detail gesehen habt, aber es steht auch nochmal Toyota CHR in diesem Glas. Unten wieder sehr viel Wabenmuster. Ich sag euch, das ist hier echt eine Wespe. Und hier an der Seite dann auch nochmal sehr stark ausgeprägter Diffusor. Teilweise mit Hartplastik. Und ich bin echt gespannt, was ihr schreibt. Ich finde ihn schön. Ich stehe drauf. Ich mag Autos, die ein bisschen anders aussehen. Ich mag Autos, die ein bisschen ja, sportlich aussehen. Das ist definitiv vor allem hier eben nochmal dieser ja, zweigeteilte Spoiler oben mit der Haifischflosse. Ich glaube, jetzt habe ich alles hier hinten erzählt. Jetzt machen wir hier hinten mal auf. Ach so, Kofferraum müssen wir zeigen, natürlich. Aber wenn ich Jan nicht hätte, vor lauter Aufregung, na, habe ich den Kofferraum vergessen. Ich weiß nicht, wie groß er ist, aber ich kann euch sagen, dass hier ungefähr jetzt, was mein Augenmaß sagt, ungefähr 400 Liter Platz sind, oder? Würdest du auch sagen, 400 Liter könnten sein, vielleicht 350, 400. Wir haben den doppelten Ladeboden, was sehr praktisch ist, weil man hier zum Beispiel die Ladekabel gut verstauen kann. Und wenn ihr mal kurz auf die Seite geht, das ist ein bisschen fitzelig, das rauszumachen, kann man sogar da unten noch mal so ein kleines Fach sehen, wo man ebenfalls was verstauen kann. Sonst schließt die Matte hier eigentlich ganz bündig an. Was man sagen muss, ist, dass die Ladekante natürlich relativ hoch ist. Ne? Also die geht mir wirklich bis zum obersten ja, Oberschenkel. Da muss man dann die Sprudelkiste schon relativ hoch wuppen. Hier drüben dann 230 Volt Steckdose, das finde ich mega praktisch. Einfach sowas mit dabei zu haben. Und ihr seht jetzt auch, wir haben jetzt hier bei dieser Premier Lounge Edition auch noch eine JBL-Anlage mit dabei. Hutablage lässt sich einfach ausbauen, ist jetzt hier mit solchen Schnüren nochmal befestigt. Ich lege die jetzt hier einfach mal hin. Wir haben jetzt keine Haken, um die Rückbank umzuklappen, aber das geht auch einfach von hinten, auch mit meinen ja, 1,64 Meter. Seht das jetzt? Kopfstütze machen wir dafür vielleicht mal runter. Zack, und das Schöne ist, wir haben hier wirklich eine ebene Fläche. Auf jeden Fall 1300 Liter Fassungsvermögen, würde ich jetzt mal schätzen. Vielleicht sogar mehr, da dürfte mich aber nicht drauf festnageln. Das ist jetzt tatsächlich nur eine Schätzung. Verarbeitung hier oben, solide, Kunststoffteil, der Rest ist lackiert. Hier gibt es die Möglichkeit reinzufassen und runter zu drücken. Auf der anderen Seite haben wir dann eben auch noch einen Knopf für die elektrische Heckklappe. Kameras nach hinten, haben wir auch gerade gesehen. Wir werden später noch den Innenraum anschauen, vielleicht über die Rückfahrkamera auch sprechen. Jetzt aber Rückbank. Und schaut mal, ich finde es total verrückt, dass diese Tür hier so schön ausgeschnitten ist. Also vielleicht rein optisch ist es für mich schon was Besonderes. Aber ich kann auch gut verstehen, wenn man sagt, diese gelb-schwarze Farbkombination ist nicht jedermanns Sache. Rückbank lässt sich super einfach hochstellen, also die ist sehr leicht, da muss ich jetzt nicht irgendwie super stark für sein. So, und jetzt gucken wir mal, wie viel Platz ich hier habe. Radstand 2,63 Meter ist okay, nach vorne sind zwei Fäuste, nach oben hin erstaunlich viel Platz, auch zwei Fäuste.
Hier ist so ein bisschen so eine alte Leuchte noch verbaut. Da hätte ich mir vielleicht so eine neuere LED-Leuchte oder so gewünscht. Aber wir haben jetzt hier ein anderes Dach in der zweiten Generation. Das ist ein festes Dach, ohne Jalousie und lässt sich auch nicht öffnen. Bringt natürlich den Nachteil, wenn jetzt da die Sonne drauf prallt, dass es dann relativ warm werden könnte. Man muss es ausprobieren. Manche sind ja auch ganz gut gefiltert. Ich persönlich finde Glasdächer aber super schön, weil sie halt einfach einen sehr hellen Innenraum machen. Es ist leichter und es gibt mehr Kopffreiheit. Genau, es ist leichter, 5 Kilo glaube ich, und es gibt mehr Kopffreiheit, was natürlich... 3 cm? Okay, 3 cm mehr Kopffreiheit. Bei mir ist das nicht so wichtig, beim Jan dann schon eher mit seinen 1,88 m. Aber der macht auch ein Review, da könnt ihr vorbeischauen, da seht ihr, wie viel Platz er dann hat. Zu den Sitzen, perforiert, Isofix haben wir jetzt hier hinten, leichte Seitenpolsterung, hier auch nochmal das Gelb integriert in die Kopfstütze. Hier in der Mitte keine Mittelarmauflage, also hier kann man keine Cupholder oder so runterklappen. Aber dafür haben wir hier vorne nochmal einen USB-C-Anschluss. Hier ist ein bisschen Plastik, aber sehr niedrig aufbauend. Das heißt, wenn ich in der Mitte sitze, ich mache das jetzt mal, kann ich hier auch ganz komfortabel sitzen. Zumindest die kleinen Kids unter uns oder auch die kleinen Menschen unter uns. Und ja, es fühlt sich schon hier alles sehr wertig an. Es riecht auch sehr gut. Ich mag den, ich finde den cool, vor allem in der Farbe, das ist ein Statement. Tür, auf das Teil hier könnte ich jetzt verzichten. Ich persönlich bin kein großer Fan davon. Hier dann Cupholder noch integriert, also nicht in der Mittelarmauflage, sondern an der Seite, eigentlich auch ganz praktisch. Dann nervt man da hinten niemanden, der neben einem sitzt. Sonst überall Hartplastik. Und guck mal, wir haben hier nämlich nochmal so ein kleines gesondertes Fenster. Wenn ich hier aufmache, das geht leider nicht, weil die Zündung nicht an ist, ich mache das mal. Klappt leider nicht, okay. Vielleicht kann ich es euch vorne dann noch zeigen. Auf jeden Fall geht nur dieses Element hier auf. Wieder Wabenmuster hier integriert und keine Polsterung für die Armauflage. Jetzt würde ich vorschlagen, wir gehen gemeinsam vor und sprechen noch ganz kurz über die Motorisierungen, die ihr hier bekommt. Ich habe es ja schon angeteasert, 2 Vollhybride und ein Plug-in-Hybrid. Die 2 Vollhybride sind entweder ein 1,8 Liter Vierzylinder bzw. ein 2 Liter Vierzylinder und der Plug-in-Hybrid hat auch einen 2 Liter Vierzylinder. Einstiegshybrid hat 140 PS. Der größere, den gibt es optional auch mit Allrad, der hat 198 PS und der Plug-in-Hybrid hat dann 223 PS. Die fahren entweder 170 oder 180 km/h Max und vor allem das Gute ist an dem System, dass ihr einen sehr geringen Verbrauch habt. Jetzt würde ich aber gemeinsam mit euch in den Innenraum gehen, da besprechen wir dann das Infotainment-System, die Sitze, Jan kommt auch noch dazu, wir besprechen alles zu dem Auto und auch alles, was ich vergessen habe und am Schluss gibt es noch ein Fazit inklusive Preis. Ich hoffe, ihr habt drauf Lust und ich würde vorschlagen, ihr kommt einfach mal mit. So, jetzt sprechen wir gemeinsam über den Innenraum und als allererstes zeige ich euch natürlich, wie die Scheiben hinten noch aufgehen. Hier vorne klappt es nämlich, ist natürlich jetzt ja auch noch ein Vorführwagen bzw. ein Vorserienmodell und hier seht ihr es jetzt, dieses kleine Element öffnet sich nicht an der Seite, das große dann aber schon, macht aber hier einen sehr hellen Innenraum. Genauso wie das Glasdach, welches kein Schiebedach mehr ist, haben wir ja gerade schon besprochen. Ja, natürlich, mache ich nochmal runter, aber ich würde es trotzdem nochmal von unten von der Seite anschauen, weil es ist wirklich sehr groß, geht von hier vorne bis nach hinten ohne Unterbrechung und gibt jetzt hier eben auch noch eine schöne Fläche nach oben. Ich stehe da drauf, ist auch leicht abgedunkelt übrigens. Als nächstes sprechen wir über die Sitze und die sehen genauso wespenartig aus wie ja, die Optik außen. Weich gepolsterte Kopfstütze, schönes Stitching hier in einem Gelb, nochmal jetzt hier in dieser Lounge Premier Edition. Ja, mein Englisch ist nicht so gut, aber egal, wir sprechen jetzt hier zum Glück Deutsch. Kleines Element hier oben auch nochmal, was sehr sportlich aussieht. Hier die Seitenbacken wirklich hochgezogen bis zur Kopfstütze. Polsterung an der Seite und relativ breite Sitzfläche, die aber weich gepolstert ist. Also ich kann mir gut vorstellen, dass diese Sitze sehr komfortabel sind, auch auf längere Strecke. Jans Seite ist, glaube ich, mechanisch einstellbar. Ne? Meine ist elektrisch einstellbar, heißt nach vorne, nach hinten. Ich kann die Neigung der Lehne einstellen und mich vor allem auch hochpumpen, was ich mega wichtig finde, weil ja, bin nicht die Größte. Wie ihr mittlerweile wisst. Jetzt machen wir gemeinsam hier den Schwenk über das Lenkrad, über das Infotainment-System, über die schönen Lüftungsdüsen in die Tür. Wir werden alles ganz in Ruhe besprechen dann auch nochmal. Und ihr seht jetzt auch schon, dass das hier jetzt so eine komplette, ja, so einen kompletten Cocooning-Effekt hat, denn dieses Element schmiegt sich an das andere in der Tür. Und ich habe so wie jetzt hier bei mir beispielsweise, Entschuldigung, da muss ich nur kurz rüber, dann kann es Jan besser zeigen, das Gefühl, dass ich wirklich vom Auto umarmt werde, dass ich mich hier ja sehr eingepackt fühle, was ich ganz cool finde. Trotzdem habe ich ausreichend Platz.
In der Tür jetzt, wie gesagt, wieder diese gelben Stitchings, die Ambientebeleuchtung ist da auch schön integriert in dieses Element oben. Übrigens haben wir jetzt hier bis zu 64 Farben bei der Ambientebeleuchtung, unten auch ausreichend Platz für eine große Flasche und wieder dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Bienenwabenmuster. Schön auch nochmal dieser Velourstoff, also dieses Mikrofaser. Und vorne haben wir ebenfalls nochmal so ein kleines Fenster, welches wir jetzt mal kurz angucken können. Wir hatten gerade ein paar Zuschauer, aber egal, ihr seid ja auch Zuschauer, könnt gern vorbeischauen. Hier jetzt sehr schön die Lüftungsdüse, die sich so auf und zu machen lässt. Sieht auch aus so ein bisschen wie bei Mercedes oder so. Hier eben dieses Element, von dem wir gerade gesprochen haben. Da dann auch noch eine schöne Auflage fürs Handy, für den Beifahrer. Hier ist übrigens alles unterschäumt, ne? Also richtig schön gepolstert und verarbeitet. Handschuhfach ist jetzt nicht ausgeformt mit irgendwelchem Samt, aber es passt auf jeden Fall, ist sehr groß. Hier an der Seite Polsterung, sehr weich. Hier macht es so ein bisschen wie damals in der Schule zu zum Beifahrer, dass er nicht abschreiben kann, gefühlt. Ich habe hier auf jeden Fall deutlich mehr Platz. Der kann jetzt vielleicht nicht so einfach rübergreifen. Hier dann auch nochmal ein schönes Designelement. Sonst hier Hartplastik, zwei Cupholder, Gangwahlhebel. Und da finde ich eine Sache witzig, ich zeige es euch mal. Also Rückwärtsgang, dass die so reinmachen, neutral so, Drive so und der Battery Mode so nach unten. Also es ist wirklich ein relativ ungewohnter Gangwahlhebel für eine Automatik, wie ich jetzt finde. Hier unten drunter dann auch noch die Drive Modes, die wir gleich besprechen werden. Hier haben wir dann auch nochmal eben den EV bzw. den HV-Knopf, ESC aus und hier haben wir noch die Parkbremse. Und jetzt guckt mal. Dieses Element kann man auch komplett aufmachen. Da befindet sich nochmal so ein kleines Fach und da kann man beispielsweise auch nochmal ein Handy verstauen, USB-C-Anschluss und hier auch noch eine 12-Volt-Steckdose. Machen wir wieder zu. Und ich würde vorschlagen, Jan kommt mal rein, der ackert sich nämlich gerade total ab, dass er hier ein gutes Bild bekommt. Und wir fragen ihn jetzt auch mal, sag mal, wie findest du jetzt hier den? Was ist? So anstrengend, ey. Der ist gar nicht so hoch, wie man denkt. Also Crossover, SUV, Coupé, aber muss ich auch so ein bisschen bücken. Ich mag das, wenn man nicht zu hoch sitzt, weil SUV-Autos gibt es ja echt schon genug. Ich finde übrigens, du hast die Präsentation sehr gut gemacht bisher. Dankeschön. Wir haben nicht so viele Infos gehabt zum Auto, aber ich habe einfach versucht, den euch zu zeigen. Weil er stand jetzt noch nicht bestellbar und auch noch nicht homologiert. Ja. Das heißt, heute ist viel zeigen, aber zeigen ist ja auch gut. Ja. Außer man zeigt mit dem Finger auf andere. Dann zeigt man immer mit vier Fingern auf sich selbst. Heftig. Wilder Spruch. Ja, das haben wir immer gesagt. Jetzt guck mal, Lenkrad kann man nach oben und nach unten einstellen und ins Auto und zu mir. Also sehr komfortabel. Das fühlt sich auch so an, als ob das nicht einfach nur rumklackert, sondern das wird ein bisschen unterstützt. Also sehr wertig. Hier an der Seite haben wir alles zu den Assistenzsystemen. Und da drüben können wir dann eben auch noch Telefonanrufe tätigen. Und wir können vor allem das Infotainment-System da vorne auch noch umstellen. Da gibt es drei Ansichten für. Das ist die erste Ansicht, die zweite. Und auch die dritte finde ich ganz übersichtlich, überfordert mich nicht. Und da haben wir dann auch teilweise eben entweder den Navi, der ein bisschen größer ist oder ein bisschen kleiner. Und vor allem auch noch einen Eco-Store, was ich ganz cool finde. Vorne Head-Up-Display, ich mache es gerade mal wieder ein, weil sich hier die Stromversorgung ausgestellt hat. Genau, da seht ihr dann das Head-Up-Display, das ist jetzt hier auch mit dabei. Und hier übrigens auch nochmal schönes Wabenmuster-Feeling an der Seite, eben dieser Cocooning-Effekt. Magst du das, Jan? Ja. Ja, oder? Eigentlich ganz cool. Ja. So, echte Knöpfe. Für mich sehr wichtig. Erstmal hier unten induktive Ladeschale. Ich kann mein Handy hier reinlegen und es findet auch direkt Platz. Auch größere Handys übrigens finden hier Platz. Ich mag auch diese Beschichtung, weil man die einfach abwischen kann, wenn man beispielsweise mal, ja, ich sag's immer wieder, einen Schokoriegel oder so dann da drin liegen lässt. Passiert mir ab und zu mal. Sitzheizung auf beiden Seiten jetzt hier. Einstellung der Klimaanlage. Unten haben wir auch noch die Kamera-View, die wir dann noch angucken können. Okay. Schauen wir es uns mal an. Nochmal, Kamera-View. Nicht verfügbar, schade. Okay, hätte ich euch gerne gezeigt. Vielleicht kriegt Jan ja gleich noch hin. Da unten haben wir dann auch eine Lenkradheizung und ebenfalls nochmal einen USB-C-Anschluss. Und hier oben dann eben eine Lautstärke-Einstellung. Ich finde keinen Drehregler. Das ist ein bisschen schade. Ich mag persönlich Drehregler. Das muss ich kritisieren. Ne? Okay, Infotainment-System schauen wir uns noch an.
Hier haben wir einen Webbrowser, also verschiedene Apps. Hier alles zu den Einstellungen, also wirklich easy. Hier alles zum Auto, also zum Fahrzeug und zu den Fahrinfos. Wir haben ja auch eine Energieflussanzeige dann auch nochmal mit dem Akku und den Motoren. Einen Ladeplan, den wir einstellen können und können hier das ganze Thema auch noch anpassen. Alles zu Telefon, Apple CarPlay, Android Auto. Hier dann alles zu Radio und die Navigation ist auch vorhanden. Habe ich was vergessen? Schnell? Das gucken wir mal. Es ist halt jetzt hier voll Vorserie, aber ich finde dafür, guck mal, geht das eigentlich ganz gut. Ja. Ja. Nee, Jessie, du hast alles gezeigt. Ich finde ein bisschen schade, dass man das Dach nicht öffnen kann. Und ich hätte auch gern tatsächlich eine Jalousie, auch wenn da ein bisschen Kopffreiheit drauf geht und wenn es ein bisschen schwerer wird. Allerdings ist es halt Gewicht da oben, was man eigentlich lieber im Unterboden haben will. Der Akku sitzt ja hinten unter den Rücksitzen. Der ist auch neu positioniert jetzt hier in der Plattform. Aber ansonsten hast du das wie immer sehr gut gemacht. Und ich schaue jetzt mal, dass ich noch die andere Edition, die GR-Edition zeigen kann. Mal schauen, wie das wird. Ich bin schon komplett verschwitzt. Ich mache hier mal die Klimaanlage an. Funktioniert hier übrigens. Aber nee, ist Quatsch. Der Gerät schwitzt nie. Wer euch jetzt ein Fazit macht, ist... Also, ich muss auf jeden Fall sagen, der Toyota CHR ist definitiv das am mutigsten gezeichnete SUV, das ich kenne. Ich finde es aber total cool, weil ich finde, dass Autos immer ähnlicher aussehen. Hier in diesem Fall ist es aber absolut nicht der Fall. Natürlich kann man darüber diskutieren, ob diese Zweifarblackierung vielleicht eins drüber ist. Ich persönlich finde es aber cool. Es sieht irgendwie aus wie eine Wespe. Sehr expressiv, sehr sportlich. Und er hat jetzt das Familiengesicht bekommen vom BZ4X und auch vom Prius. Der Innenraum ebenfalls super, denn wir haben sehr viele Knöpfe, die Sitze sind sehr bequem, er ist komfortabel. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass man hier mit der leicht erhöhten Sitzposition im Stadtverkehr und mit den kompakten Ausmaßen sehr gut klarkommt. Was man natürlich kritisieren kann, der Plug-in-Hybrid ist jetzt nicht der größte. 13,6 Kilowattstunden Akku, 66 Kilometer Reichweite, da hat die Konkurrenz teilweise natürlich ein bisschen mehr. Man kann den auch nicht DC laden, aber... es ist immerhin die Möglichkeit da. Ich persönlich würde aber auf jeden Fall immer den Vollhybriden nehmen, denn da habt ihr einen Verbrauch von ungefähr 4 bis 5 Litern, müsst nichts machen, auch nicht extern laden. Und das finde ich für meinen Alltag jetzt am passendsten, aber am Ende entscheidet ihr ja, vielleicht wollt ihr auch einfach viel längere Strecken elektrisch fahren und extern laden können, ist natürlich auch eine coole Option. Jetzt sprechen wir über den Preis und da kann ich euch leider noch nicht so viel sagen. Der beginnt aktuell bei 32.500 Euro. Sobald wir es wissen, werden wir es euch hier unten in die Infobox schreiben, was mich tierisch freuen würde, wenn ihr hier den Kanal abonnieren würdet. Hier gibt es nämlich jeden Tag ein Video von Jan oder auch von mir. Hier seid ihr bestens informiert. Dann hoffe ich, dass wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, Freunde!